Zack. Ja, irgendwo muss ja auch irgendwann die Siedlung gehen. Es ist traumhaft. Es ist, ja. Wunderbar. Ich versuche mich weniger über sowas aufzuregen. Jetzt juckt es mich auch noch. Was soll denn das? Ich weiß gar nicht, was für ein Früh das hier ist. Irgendeiner wird es sein. Wir werden ihn auch irgendwann verkraften. Ah, das ist der Gumtree. Der Gum. Das ist kein Gummibaum. Gummibaum sieht anders aus. Meine Mutter hatte früher Gummibäumchen. Ja, das soll es zu euch. Was? Ja. Naja. Auch ja sogar mal einen Bananenbaum. Hat auch nie Bananen gebracht. Nee, theoretisch, wenn man das Klima anpassen würde. Sprich in einem Dings hier oben. In einem wunderschönen Gewächshaus oder so. Gibt es übrigens eins in Saarbrücken, glaube ich, muss das sein. Da sind sogar Gummibäume, die auch tatsächlich, nee, nicht Gummibäume, Quatsch, da sind auch Bananenbäume, die tatsächlich Bananen bringen, aber ja, die sagen immer, ja, es rentiert sich eigentlich gar nicht. So, da war das Zeug nochmal. Gut, dann Bäume fällen, da kriegen wir hin, ne? Das ist nicht das Problem. Und jetzt haben wir richtig Power irgendwie. I got Power! Ein Bauer auch. Ja, man kennt sie. Ah, die sind voll höher, wenn man so schön, ne? Hey, hallo! Du musst besoffen bestellen und so ein Kram. Ja. Wobei ich muss auch noch mal sagen, gibt so ein Lied, höre ich immer Parmesan. Wenn ich meinen Käse. Ja, wenn die so doof singen, dann kann ich auch nichts für. Parmesan, Parmesan. Ja, ich mache dir mir so ein Käse-Käse-Käse-Lied oder so, ne? Ich und mein Käse. What? Ah, Hilfe, nein. Es will keiner. Nein, lass das. Käse, Käse. Ah, Hilfe. Ja, aber im Grunde, ne, heutzutage macht doch jeder so einen Scheiß. Ehrlich gesagt. Warum auch nicht, ne? Also heutzutage kann jeder alles sein, alles werden, alles dran, aber wenn du meinst, ne? Also, warum geht das nicht machen? Warum nicht? Why not? Also, warum nicht singen? Theoretisch, jeder kann singen, jeder kann kochen, jeder kann Energie haben. Alter, sind jetzt alle Bananen weg oder was? Gründlich. Ja, eigentlich wollte ich das zum Dienstfahren haben. Ah, guck mal. Okay, das wird gestackt und dann. Give it to me. Baby, baby. Hallo, mach doch mal, du Honk-Pong. Ah, nur kaputt. Ich bin müde. Keine Ahnung. Du hast Energie, Junge. Du hast voll Energie in den Arsch. Was? Energy in the ass. What? Battle Tree Debut. Ja, Bottle. Ist halt außer Puste irgendwie, aber die Puste wird hier gar nicht angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade. Ne, Energie haben wir ja mehr als genügend. Die ja 6 Sekunden hinterher geschoben. Und das reicht ja auch gerade mal, um einen Baum zu fällen oder was? Nicht mal das. Nicht mal das. Es kommt zwar Energie, aber. What the hell? Ja, das ist schon wieder aus der Puste. Jetzt kommt die Energie ein bisschen nach. Ja, die Großen sind ein bisschen fetter zu färben. Fellfett. Was? Das Fellfett. Keine Ahnung. Oh Mann.
klingt das ja auch, ja, viele Wörter haben ja auch eine Bedeutung oder einen Sinn vielleicht. Und aber manchmal, ne, denke ich auch so, ja, gibt einen Klingel, nein. Baum heißt Baum, Baum, weil Baum. Ah, interesting. Interessant. okay, könntest du es auch Englisch machen? Aber nein, wir wollen ja eigentlich Deutsch machen, ein bisschen, ne? Why a tree call a tree because tree? Aber ich weiß nicht, ob das eigentlich wirklich gut ist. Naja, man müsste ja den Gesamtcontent irgendwie, ne? Also den Gesamtinhalt. Und den Teil ist ja nichts als Inhalt. Verfolgen können. Aber ich meine nur, ist ja auch so ein Fun Fact, ne? Viele freuen sich, dass man bei YouTube mittlerweile, sofern das Thema jetzt nicht enterisch redet, genau. Solange der Streamer jetzt nicht irgendwie enterisch oder irgendwas redet. Ja, also auf enterisch, also würdet ihr enterisch verstehen können, dann könnte ich euch wahrscheinlich andere Geschichten erzählen aus dem Paulaner Garten. Aber ja. Ich glaube, die sind schon wieder zu hart, oder? Yes. Yes. It's too hard for me. The tree. So, haben wir wieder eine Auszeichnung bekommen. Guck mal an hier. Ja, jedenfalls, ich sollte nicht mit den Füßen wackeln oder Beinen, besser gesagt. Dann quietscht der Stuhl so schön. Hört's gar nicht, ne? Der ist so im Arsch, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Ich hab einen Stuhl im Arsch. Im Grunde, ja. Ich hoffe, den meinigen. Was? Guck mal aus dem Fenster. Vielleicht kommt da irgendwelche Ideen raus, die besser sind. Als zu sagen, dass. Ja. Ja. Perhaps. Vielleicht. So. La 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 la. Aber es ist eigentlich auch gut, um andere Sprachen lernen zu können. Auch mal irgendeinen Spanier gesungen, der SimCity gespielt hat. Kein Wort verstanden, aber es sah gut aus. Ja, die Welt ist mittlerweile sehr klein. Ich habe auch zwei Künstlerinnen, die irgendwo kamen die her. Aus Chicago oder sowas. Irgendwo Amerika da hinten wieder. Die habe ich manchmal geschaut. Die auch Instrumente spielen und dies und das. Ich habe auch schon jemanden in Australien gefunden, der Deutsch kann. Der ist hinten nämlich ausgewandert. Die Welt ist mittlerweile echt klein geworden. In der Hinsicht, ja. Also, wo nicht welche Leute wieder hingewandert sind. Und so. Ich will dem Känguru eigentlich gar nichts tun. Aber schön, dass ich gerade über Australien rede und dann kommt ein Känguru angehüpft. Boing, 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 boing. Na, Digga, mach, du, Dingo. So, die Axt ist auch bald durch. Ich würde gerne mal andere Bäume noch fällen. Ja gut, die bringen uns ja die Dinger, jo. Sollte man vielleicht nicht fällen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch doch. It's broken. Ist kaputt. Zerbrochen. Eigentlich heißt es nur. Es ist gebrochen. Broken. Ja. Ich meine nur, so kann man auch Sprachen lernen. Das ist ja das, was die Birkenbiene auch zum Teil zeigt. Lemon. Das ist a lemon tree. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen. Auch wenn dieses Lied sehr bekannt ist und ich nur die Hälfte des Textes wirklich verstehe. Aber ja, ist wieder. Nee, fieser. Ist eine Feder. Nicht zu verwechseln mit Faser. Das ist der Vater. Ah nein. Mach bald Englisch for Runaways. Englisch für Fortgelaufene. Und dann merkt ihr, wie alt ich bin. Scheiße. Oh, fuck. Nee, warte mal. Hä? What's that? What's that?
What the hell is that? I don't know. What is it? Is this, hä? What is that? Irgendwie aus wie ein Bienending oder irgendwas. Man kann es mitnehmen. Jo, oh, man kann es auch lassen. Gleich kommt eine Biene raus oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was das ist. Oh, oh, I don't like beans. Ich mag keine Bienen. Guck mal, das ist eine Spinne. Nein, ihr Spinnenphobiker und so. Also ich bin jetzt Bienenphobiker. Nein. Aber man sollte eigentlich auch nicht so wirklich öffentlich über seine Phobien reden. Eigentlich und öffentlich. Und ja, das ist gar nicht so gut. Weil alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden. Warum habe ich... Ja, warte mal, wo ist mein... Ich glaube, wir können damit Honig herstellen oder sowas. Geht da lang, müssen wir. Lalalalalalala, das ist dieser komische Bär, ne, wo draußen. Dann ja... Der ist so ein zusammengeknödelter Knuddel. Aber nein, es war kein zusammengeknödelter Knuddel. Okay, das geht nicht. Kann ich die Dinger da farmen und... Guck mal, jetzt kann ich laufen. Ob der Knochen und so, ne? Was liegt denn da noch so rum? Weiß ich, von welchem Tier das ist. Es wird langsam dämmerig. Es dämmert mir. Das ist keine... Oh, hier ist Wasser. Und das ist keine gute Idee, mal einen Bienenstock mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diesen Bienenstock mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht muss man eine Biene fangen und dann... Ich würde nicht wirklich komplett nach Hause packen. Hey, du brauchst einen Bienenstock? ist nicht. Nur diese Palme steht da richtig geil. Ja, wo packen wir das Ding hin, ne? Das ist die andere Frage. Ich will nicht alles hier oben hinpacken. Ah, komm hier auf den Stein. Blub. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Aber ich denke, dass man da eine Biene oder so... Hallo. Oh, mein Kabel, ich denke... Ah. ich weiß auch nicht. Aber ja, oh Mann, ich pack das dem Kollegen da zum Zelt. Obwohl ich schlafe da. Das ist auch nicht so die beste Idee des Tages. Glaub nicht. Ja, schmeiß einfach weg das Ding. Schmeiß weg das Ding. Ich wollte es irgendwie platzieren und nicht einfach nur durch die Gegend schmeißen. Na gut, das sieht so auch gut aus. Ja, so in der Richtung. Wunderbar. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Morgen früh wache ich auf und dann sind Bienen da. Help! I need somebody. Guten Abend. Was ist denn late? Late ist wahrscheinlich irgendwie zwischen 12 und morgens. Dass du halt nachts aktiv sein kannst. Aber keiner. Gucken wir mal. Wo habe ich denn gehuntet? Wegen dem Bienenstock jetzt oder was? Wo habe ich denn gejagt? Es wäre mir neu, dass ich gejagt hätte. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich gejagt haben soll. Habe ich irgendein Tier gehauen? Nein. Ich habe diesmal kein Tier gehauen. Oh, das sieht auch schön aus. Ein nice gemachtes Spielchen. Good morning. I won't say good morning, but was coming out. Also, so, ich kann aufheben und wegschmeißen. Ach, warte mal. I have an idea, but ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht. Müssten wir das mal anschauen. Hallo, can you pick up that? My friend. Ich muss die Brücke woanders hinbauen. Das ist mit der Palme da. Come on.
Stuhl sein. Bob. So. Jetzt zwar ein bisschen dauern, aber ja. Blob. No!